Die ersten beiden Highlights haben wir jetzt schon mal hinter uns und hat mir sehr gut gefallen schon mal bis jetzt. Es ist natürlich sehr viel los, aber es zieht ziemlich auseinander. Und der Vorteil hier an der Tour ist, dass es keine vorgegebene Richtung gibt. Deswegen gehen manche Leute so rum und manche Leute so rum. Bin mal gespannt, ich bin ja noch in der ersten Hälfte, wie das noch so wird. Aber wenn man mal nach da vorne guckt, ich versuche euch das mal zu zeigen. Ja, sieht man wahrscheinlich nicht auf der Kamera, aber das ist so eine richtige Menschenkette, die da läuft. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen langsamer und versuche mich so ein bisschen zurückzuhalten durch das Filmen und so. Da geht natürlich auch ein bisschen Zeit und ja, mal gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt gefällt es mir auf jeden Fall ganz gut. Ja, Freunde, jetzt geht es noch mal einen mächtigen Anstieg hoch. Es gibt noch mal so in etwa 100 bis 120 Höhenmeter am Stück hier unten von den Drasshöhlen, die sehr interessant sind. Bin aber jetzt nicht rein, die sind ziemlich eng und mit Rucksack und Hunden. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, meine Taschenlampe extra rauszugraben, weil ich war schon mal drin, die gehen nicht so weit rein. Aber wenn ihr hier seid, habt eine Taschenlampe dabei, kriecht mal rein, ist ganz interessant. So, also auf geht's, berghoch.
Tja, liebe Wanderfreunde, das war der heutige Traumpfad, die Vier-Berge-Tour. Hat mir soweit ganz gut gefallen. Ich muss halt sagen, die Highlights sind halt so im ersten Viertel und im letzten Viertel der Tour. Zwischendurch geht man ziemlich viel über breite Forstwege. Muss man halt mögen. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Die Highlights sind natürlich ein bisschen am Anfang und am Ende der Tour gebündelt, aber zwischendurch hat man halt ein paar schöne Aussichten. Das muss man schon sagen. Und ja, ich habe viele Familien hier gesehen, muss ich sagen, mit Kindern. Weiß nicht, ob der Weg so unbedingt für Kinder geeignet ist, weil der hat immerhin um die 500 Höhenmeter auf 13 Kilometern. Das ist schon recht knackig und für Kinder eher bedingt geeignet, würde ich sagen. Und für Anfänger gilt übrigens genau dasselbe. Also man braucht schon eine gewisse Grundkondition, um den Weg ja, gut zu schaffen, sage ich jetzt mal, und ein bisschen was davon zu haben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über Kommentare natürlich auch. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das doch gerne noch. Kostet ja auch nichts. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Frisch auf und bis bald. Euer Sascha. Ciao.